steckte der Kaiser Venton mit seiner wunderschönen Frau Mao San in einem prunkvollen Palast im tiefsten Asien. Der Kaiser war eher ein ängstlicher Mann, denn einst wurde ihm in einer geheimen Weissagung prophezeit, dass ein Kind mit besonderen Talenten seine Herrschaft gefährden könnte. Nach alter Tradition wurden Kinder mit besonderen Fähigkeiten eigentlich von den sogenannten hohen Lehrmeistern gefördert. Doch durch des Kaisers Berater Merl, der Kinder nicht ausstehen konnte und dem Herrscher sehr ergeben war, wurden die hohen Lehrmeister zu Verfolgern talentierter Kinder und verbannten sie als Geächtete aus der Gesellschaft. Vor allem diejenigen, die mit blauen Augen geboren wurden, waren gefährdet, denn sie sollten laut der Weissagung hellseherische Fähigkeiten haben, was dem Kaiser noch mehr Angst machte. Die Kaiserin, die Kinder liebte, war unglücklich über die Sorgen ihres Mannes. Doch als das Schicksal dem Paar ein Kind schenkte, schien auch der Kaiser sich über alle Maßen zu freuen. Und so wurde in einer Vollmondnacht die Prinzessin geboren, die Yuan heißen sollte.